Wie schön, dass Sie bei uns sind, Herr Kühne, hier vor Ort in der Stadtwerkstatt, die leider ein bisschen leer ist heute, aber wir werden Ihre Fragen im virtuellen Raum beantworten. Wir haben drei Fragen gesammelt von BürgerInnen zum Projektgebiet der Stadtwerkstatt und die werden Sie nun beantworten. Die erste Frage ist, durch welche Gestaltungselemente wird sichergestellt, dass die Mühlendammbrücke zu einem Ort mit Aufenthaltsqualität wird? Welche Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung bestehen? Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass wir auf diesem Wege einige Fragen beantworten können. Die erste Frage nach der Mühlendammbrücke ist nicht leicht sehr präzise zu beantworten, weil wir einen Ideenwettbewerb durchführen. Das heißt, wir wollen den teilnehmenden Büros, den Gestaltungsteams so wenig konkrete Vorgaben machen wie möglich und hoffen, dass wir viele Anregungen bekommen, die sich wahrscheinlich auch auf Brückennutzung in anderen Städten beziehen. Also das, was wir anbieten können, ist ein Konzept, in dem über mehrere Jahre der fließende Verkehr, vor allem der Autoverkehr, reduziert werden soll und dadurch wird es immer mehr Platz geben. Und wir suchen nach Elementen, die es dann ermöglichen, dass man auf der Brücke sitzen kann, sich aufhalten kann, aber vor allem dann auch mehr und entspannteren Raum hat, um sich dort zu bewegen, als Fußgänger und als Radfahrer vor allem. Vielleicht noch eine kurze Nachfrage dazu. Wer sind dort Ihre Partner? Die Verantwortung für die Brückenplanung haben die Kollegen bei der Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr, die für Tiefbau- und Brückenbaumaßnahmen zuständig sind. Also sie achten darauf, dass alle technischen und funktionalen Anforderungen erfüllt werden, dass die Brücke auch wirtschaftlich zu bauen und zu unterhalten ist. Und sie teilen mit uns das Ziel, dass die Brücke auch optisch ansprechend sein soll. Es ist ja ein wichtiger Ort, also wir haben ja auch in der Nachbarschaft sehr schöne Brücken aus älterer und jüngerer Zeit. Und vor allem sind Sie auch dann zusammen mit den Verkehrskollegen dafür verantwortlich, dass dann in Zukunft die Brücke den veränderten Bedingungen auch angepasst wird. Die zweite Frage ist, wo stehen die Planungen für den Wettbewerb am Rathausforum und warum bekommen die Architekten in der Jury so viel Macht? Wir haben dort gerade den Wettbewerb gestartet, also für die Flächen vor dem Rathaus, zwischen Rathaus und Marienkirche, die wir als Rathausforum bezeichnen, aber auch für das sogenannte Marx-Engels-Forum. Das ist dann der Bereich zwischen der Spandauer Straße und der Spree. Es wird ein zweistufiges Verfahren sein. In einer ersten Stufe kann sich jedes interessierte Team mit Ideen bewerben. Dann wird ein übersichtlicherer Kreis von interessanten Vorschlägen und den zugehörigen Teams ausgewählt. Wir werden das Zwischenergebnis auch den Bürgerinnen und Bürgern vorstellen und uns auch dabei eine Rückmeldung einholen, welche Ideen besonders interessant sind. Und in der zweiten Stufe sind dann konkretere Gestaltungsvorschläge zu machen. Uns interessiert ganz besonders die Frage, wie die Freiflächen vor dem Rathaus als ein Ort der Demokratie gestaltet werden kann. Das ist ja eine der Funktionen, die aus dem Bürgerdialog und dem, hervorgegangen ist und in einer Bürgerleitlinie festgehalten worden ist. Das ist ja ein Thema, von dem wir noch nicht genau wissen, wie man es gut umsetzen kann. Uns interessiert aber auch, wie die Spandauer Straße in Zukunft besser überquert und freundlicher gestaltet werden kann und vor allem auch, wie die Aufenthaltsqualität am Spreeufer zu verbessern ist. Die Frage ging auch in die Richtung, warum eine Jury so viel Einfluss bekommt. Wir haben ja ein sehr langes Partizipationsverfahren in zwei Stufen hinter uns gebracht und wir haben die schon erwähnten Bürgerleitlinien.
Deswegen ist es so, dass nach unserer Auffassung es die Bürgerinnen und Bürger über ihre Bürgerleitlinien sind, die die wesentlichen Vorgaben gemacht haben. Wir vertrauen aber auch darauf, dass Expertinnen und Experten als Landschaftsarchitektinnen, als Stadtplaner jetzt gut umsetzbare, professionelle Vorschläge machen können, wie man mit den Bürgerleitlinien hier gestalterisch umgehen kann. Und wir werden die Ergebnisse ja, wie eben schon erwähnt, auch zweimal mit Bürgerinnen und Bürgern diskutieren. Und auch bei der weiteren Umsetzung wird es wieder Beteiligungsverfahren geben. Und insofern hat die Jury weder das erste noch das letzte Wort, aber sie soll dazu beitragen, dass auch professionelle Erfahrungen starken Einfluss auf die Gestaltungskonzeption nehmen können. Danke. Können Sie noch einen Ausblick geben auf den Zeithorizont des Wettbewerbs, also so ein bisschen in das nächste Jahr oder dieses Jahr? Ja. Das Wettbewerbsverfahren ist so angelegt, dass einerseits genug Zeit ist für die Arbeit der Teams und für die Rückmeldungen auch an Bürgerinnen und Bürger für ein Feedback. Wir werden es aber trotzdem schaffen, in diesem Jahr dieses Verfahren abzuschließen. Das ist für uns ein wichtiges Ziel. Wir haben ja am Ende der letzten Legislaturperiode, also vor etwa 5 Jahren, haben wir den Beschluss der Bürgerleitlinien gehabt durch das Abgeordnetenhaus. Und wir fühlen uns verpflichtet, sowohl den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch dem Abgeordnetenhaus, das ja unser Auftraggeber ist, jetzt zum Ende dieser Legislaturperiode Ergebnisse vorzulegen und dann auch damit dadurch zu beizutragen, dass dann die Haushaltsmittel für die folgenden Jahre bereitgestellt werden, die wir dann für die Investitionen brauchen. Und die letzte Frage: Gibt es eine Entscheidung zur Flusstreppe am Stadtschloss? Und wenn ja, wie sieht diese aus? Sie werden wahrscheinlich schon einiges über das Projekt Flussbad gehört haben, das ja selber auch Informations- und Beteiligungsveranstaltungen durchführt. Wir haben es auch hier im Rahmen der Stadtwerkstatt bei verschiedenen Gelegenheiten mit vorgestellt. Das ist ein sehr innovatives und experimentelles Projekt, das aber auch ganz konkrete Ergebnisse erzielen soll. Dafür gibt es Fördermittel des Bundes und es gibt inzwischen auch eine sogenannte Städtebauförderkulisse. Das heißt, dass die Uferbereiche am Westrand und am Südrand der Spreeinsel, also auch im Schlossbereich ausgewiesen sind als ein Bereich, in dem Investitionen vorgenommen werden können, um die Aufenthaltsqualität am Ufer zu verbessern. Das erleben wir ja schon temporär beim Staatsratsgebäude im Gartenbereich, um die Zugänglichkeit zum Wasser zu verbessern und in Zukunft dann auch die Wasserqualität positiv zu beeinflussen, damit man dort eines Tages besser schwimmen kann. Am Schloss ist die erste größere Investition geplant. Es soll neben den Treppen, die auf den Denkmalsockel, wo früher das Kaiser-Wilhelm-Denkmal stand und wo jetzt das Freiheits- und Einheitsdenkmal gebaut werden, soll es eine Treppe nach unten zur Spree hingeben. Dort sind die Bauarbeiten für den U-Bahn-Eingang weitgehend abgeschlossen und im Moment werden jetzt die Details dieser Treppenplanung abgestimmt mit dem Bau des Denkmals und natürlich auch mit der Zugangssituation, die es dann ab Sommer diesen Jahres dort zur U-Bahn geben wird. Ich gehe davon aus, dass die Planungsergebnisse dann auch zeitnah öffentlich präsentiert und gerne auch hier in der Stadtwerkstatt diskutiert werden können.